So, moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid 4. Wir haben Crying Wolf besiegt und ich melde mich jetzt erstmal aus einer sehr, sehr langen Pause zurück von Metal Gear Solid 4. Ich hatte zurzeit echt kaum Lust, das zu spielen, aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen, es weiter angehen zu lassen und wir werden auch gleich mal hier diesen Spalt entgegenlaufen, damit wir diesen kleinen Drohnen da unten ausweichen können und ich euch weiterhin unterhalten möchte. Diese Folge wird auf jeden Fall schon mal ziemlich lang, ich glaube, war, Moment, jetzt muss ich kurz mal nachrechnen, sind jetzt knapp 40 Minuten, denke ich mal, weil ich habe das alles schon vorab weg aufgenommen und ja, werde es jetzt auf jeden Fall nachkommentieren. Also ich habe das Spiel schon komplett durchgespielt, nur das mit den Kommentaren war halt noch nicht so das einzig Wahre. So, jetzt schleichen wir uns erstmal hier unten entlang. Sehen auch schon direkt auf dem Radar, dass viel los ist und diese kleinen Mistviecher sind echt ranzig. Und da ich euch ja zeigen möchte, dass ich alles, aber auch wirklich alles, auf Big Boss durchgespielt habe, seht ihr das jetzt und ihr seht auch, dass ich nicht einmal, also ja, den Alarmmodus nicht ausgelöst habe, sondern halt maximal nur diesen Ausweichmodus. Außer halt, wo es halt von der Story her eben sein muss. So, auch für den Fahrstuhl, manche würden es noch erkennen aus Metal Gear Solid 1, denn die Map wurde detailgetreu nachgebaut und auf geht's runter in den fünften Kellerstock. So, jetzt kommt wieder ein Flashback, ich bin auch schon ein bisschen leiser. Ja, genau. Sie könnte ein Spion sein. Genau, also die Person, die gemeint wurde, ist Naomi Campbell. Wie wahrscheinlich auch die meisten jetzt herausgefunden haben. Aber ich wollte es jetzt nur noch mal so als Information hinterlegen. So. Ja, wir wissen, Snake, du hast einen Job zu tun, also... Ja, ich möchte euch da nicht so reinreden in diese Sequenzen. Also wenn sie im Flashback sind und man halt nur die Stimme hört, anstatt auch die Gesichter und alles. So, da vorne haben wir unseren ersten Freund. Wir benutzen gleich mal die Raygun, um ihn auszuschalten. So, komm. Level 2 Charging und jetzt Level 3 Charging. Und Butz hat's gemacht und jetzt ist er platt. So, ja, wir sind wieder in einem Caution-Modus. Es war leider abzusehen. So, jetzt kommt da das nächste Viech. Ich weiß nicht, was er mir sieht. Ja, er schaut jetzt nur dumm. Aus der Wäsche, so wie jetzt. Denn er ist kaputt. So, jetzt haben wir das. Also das meiste, was jetzt hier noch rumschwirrt, sind die kleinen Drecksviecher. An der linken Seite habt ihr wieder gesehen, welcher Soundtrack eingeblendet wurde. So, also ich habe auch versucht, jetzt so ein bisschen meinen Kommentarstil zu verändern. Also... Ich versuche einfach ein bisschen lebhafter zu reden und nicht einfach immer nur, ist mir jetzt so bei den anderen Parts aufgefallen. Ich hatte nicht immer wirklich das höchste Niveau an Lust, aber ich habe es euch zuliebe getan und auch mir zuliebe, da ich das Spiel eigentlich mag. Und ja, jetzt bin ich halt wieder in alter Frische, wieder von den Toten auferstanden sozusagen und möchte euch jetzt ein bisschen mehr davon zeigen, mit mehr Elan und so. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass halt eben... diese kleinen Drecksviecher ziemlich viel sind und ziemlich gemein. Vor allem, die reagieren auf Geräusche, auf alles, was man so kennt. So, da oben hat sich auch einer verschanzt, beziehungsweise hängt da oben so. Aber yo, das war's. Man soll halt nicht kopfüber hängen und dann nicht wissen, was man tut. So, wo ist denn das zweite Viech? Da bist du ja schon. Ja, spring mal dahin zu deinem verwundeten Kameraden. So, jetzt bist du auch platt. So, und jetzt kommen nur noch die kleinen Kontrolldingerchen hier. Ich weiß einfach nicht, wie ich sie nennen soll. Ich nenne sie mal hier die Gargoyles, weil sie aussehen wie so kleine Augen. So, jetzt schleichen wir uns erstmal hier an denen vorbei. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ja, rollt jetzt einfach mal vorbei. Und ich lege mich hin, damit ich wieder meine Tarnung voll krieg. So. Nimm das schallgedämpfte Scharfschützengewehr und lass sie bluten jetzt dafür. Na komm, sterbt. So, geht doch. So. Oh, 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 oh.
Okay. Nochmal die Raygun ausgepackt, um den weiteren Gakko da oben auszuschalten. Beziehungsweise der jetzt hinter der Mauer steht. So, er hat uns noch nicht gesehen. Wow, das war jetzt knapp. Aber so gut wie ich auch bin, konnte er mich nicht erwischen. So. Auf und ab davon. So, was haben wir denn da noch? Ah, wir haben noch ein bisschen was zu trinken. Oh, ist dann einfach so viele extra außen rumlaufen, aber okay. Was muss, das muss, ne? So. Die zielen nach oben. Ah, das, okay. Ja, du kleines Drecksding, ich mach dir jetzt gleich Platz. So, jetzt hast du da weggeschwenkt. Jetzt kann ich an dir vorbei. Ja, 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 wir wissen. So, ihr rollt jetzt weg endlich. So, alle in Reihe und Glied aufgestellt. So, und immer wenn sie die Position wechseln, eben, kann man sie halt so ein bisschen austricksen. Nicht immer, aber es klappt meistens. So, jetzt hier wieder zum nächsten. Jetzt wird es hier wieder eine kleine Kletterpartie. Und sind schon im nächsten Abschnitt. So. So, schön laden, 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 laden. Damit wir auch gleich weitermachen können. Ja. Okay, wir sind in einem Untergrundgewölbe. Das Level ist nicht allzu groß. Also von dem her habe ich es versucht, einfach alles in einem zu packen. Es sind viele Cutscenes also schon mal vorneweg dabei. Deswegen brabbel ich jetzt so viel und lasse euch dann nachher in Ruhe die Cutscenes genießen. So, einmal das. So, nehmen wir die M60. Die hat mir eigentlich gut geholfen, als ich diesen Abschnitt fertig gespielt habe. Und ja, jetzt geht's ran an den Speck. Manche werden das vielleicht noch kennen. Das ist nämlich hier der Abschnitt, wo wir... Ah, fuck. Na, na toll. Ja, ich bleibe einfach. Ja, genau. Hier haben wir gegen Raven gekämpft, also hier dieses Gebiet ist so das Gebiet von Raven, deswegen auch die Raben hier und alle. Ja, natürlich. Ich bin immer anders, ich bin cooler. Ich bin nämlich der coole Wicht. So, schnell da rein und weiter geht's. Ja, ich werde. Ja, wir haben ihn getötet im ersten Teil natürlich. Und jetzt bin ich auch wieder still, denn es gibt wieder eine Cutscene, ne?
launches nuke. He only needs the railgun. Damn it. Has it already been shipped? Hang on, I'll check. I'm afraid so. Unfortunately for you, the railgun is no longer here. Naomi! This place will be your grave, as my queen wishes. The suicide gecko are on their way. Soon, there'll be nothing left of this place. We've been had. Rodigan! Snake, I think I might be able to get it working. I just need some time. Hurry! I'll leave the rest to you. Naomi! Excellent. You'll amuse me until they arrive. So, und schon geht's los mit einem epischen Battle Vamp gegen mich. Und ich denke mal, ihr wisst genau, wer das für sich entscheiden wird, Leute. Ich werde ihm jetzt erstmal so ordentlich einheizen, deswegen habe ich die M60 mitgenommen, um ihm eben zu zeigen, wer hier der Boss ist. So, komm mal her, du alter Fatzke. Ja, wir wissen, dass du ziemlich viel aushältst. Aber das soll mich nicht stören, denn ich weiß, wie ich dich besiegen werde. Und das wird dein Verhängnis sein, mein Freund. Also bei ihm bin ich am Anfang ziemlich oft gestorben, als ich diese Folge hier aufgenommen habe. Aber okay, ich habe es mir dann nochmal aufgenommen und euch eben gezeigt, wie es geht. So. Also jetzt nicht hier in diesem Mode, sondern halt in den anderen Spielmodis auf der harten Version und alles. Also Big Boss habe ich bis jetzt alles durchgebratzt, wie es nur geht. Aber eben davor war ein ziemlich harter Gegner, deswegen weiß ich auch ungefähr, wo er immer hinspringt. So, und was er auch vorhat. Verdammt, jetzt muss ich nachladen. Jetzt ist natürlich mein Magazin leer. So, komm mal her. Natürlich ist die M60 jetzt nicht die genaueste Waffe. Aber man kann halt eben ihn damit auf Distanz halten und ihm somit sehr viel Leben abzocken und ihn halt eben dazu bringen, nicht so oft seine Messer zu werfen. Er wird dann sehr oft auf uns zurennen. Ja, komm nur her. Ja, wir wissen, dass du echt... Er ist echt so ein kleiner, verdammter... Wow, 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 jetzt wird's knapp. Genau. Also wie gesagt, man muss echt ihn versuchen, einfach auf Distanz zu halten, viel auszuweichen. Weil er eigentlich, ja, wie gesagt, seinen Rhythmus findet man eigentlich ziemlich schnell raus. Ich habe ihn jetzt auf der harten, weil, ja, wie soll ich sagen, also auf dem Schwierigkeitsgrad schwer sind die Bewegungsabläufe genau gleich. Deswegen weiß ich jetzt genau, wie er rennt. Also auf der schweren Schwierigkeitsstufe bin ich ein paar Mal abgekratzt. Aber genau das hat mich halt jetzt genau dafür vorbereitet, hier die Big Boss Version zu spielen. Also den Schwierigkeitsgrad Big Boss. Und werde ihn somit erstmal hier die Veliten lesen. Ja, komm her, mein Freund. So, jetzt brauche ich schnell was anderes. So, ein bisschen Munition wieder aufpeppen. Ah ja, enough. Es ist gleich enough mit dir. Jawohl, jetzt liegt er am Boden. So, und jetzt müssen wir ganz schnell machen. Denn so, packen und zack, ihm die Spritze initiieren. So, und jetzt haben wir es geschafft. Hätte man ihm jetzt die Spritze nicht gegeben, wäre er nämlich nicht gestorben. Und es ist wieder eine weitere Cutscene und ich bin wieder still.
Snake, sorry to have kept you all waiting. You ready for this? Sonny gave me the go-ahead. Snake, this one is mine. You keep those gecko at bay. So, genau das ist unser Stichwort. Jetzt wird es einen epischen Fight geben. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Sorry, dass ich jetzt reinquatsch. Aber es wird jetzt echt gleich spannend, ja. So, und los geht's. Boots. Also will er fair kämpfen. Okay, Vamp. Den Gefallen tut ja Raiden bestimmt. Ja, man sieht es ja. Er lässt sich darauf ein. So, das war jetzt wirklich der Startschuss. Also ich hoffe, ihr könnt mir nochmal verzeihen, dass ich jetzt da reingequatscht habe. Aber okay. Wie gesagt, das ist jetzt der Startschuss. Ihr seht auf der rechten Seite, wie Raiden halt kämpft. Das könnt ihr euch jetzt schön in Ruhe anschauen. Weil ich kann das leider nur so ein bisschen im Augenwinkel betrachten. Weil ich den ganzen Scheiß hier ertragen muss, um diese Gackos hier zurückzuschlagen. Auf jeden Fall, der Fight ist cool. Also ihr könnt euch... Ja, wie soll ich sagen, die Folge zweimal angucken, um einmal eben eine Fight zu sehen von Vamp und Raiden und halt einmal von mir, wie ich halt hier den ganzen Dreck hier beseitige, obwohl das eigentlich nicht relevant ist. So. Ich nehme halt hier, ja, die Geckos auseinander, während Vamp und Raiden hier den coolen Kampf abliefern. Ich weiß, jetzt ist die ganze Aufmerksamkeit bei ihnen, aber okay. So, in den nächsten... Oh, verdammt. Jetzt wurde ich böse getroffen. Na komm, lad dich schneller auf, sonst explodiert er mir gleich noch. Ja, ich probier's ja, Mann. So, nächste Down. Na, die Viecher sind echt wie kleine Plagen. Die Ameisen kommen so aus den Löchern gekrochen. So. Na komm schon. Na los jetzt. Ja, wo ist denn der nächste Gakko? Ich sehe es ja nicht. Ja. Ah, da hinten, okay. Ich glaube, er ist da hinten durchgesprungen, oder? Ah ja, eben. Wusste ich doch. Ja. Gut, nein, 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 geh weg. Boots. So, der ist auch platt. So. Jetzt sehen wir... Okay, der ist da oben. Jetzt ist er auch weg. Ah, fuck. Was, die kommt von oben? Ja, ja, ich sehe schon, dass er auf mich schießt. Ah, geh weg. Ja, genau, bleib jetzt da stehen, damit ich dich ausschalten kann. Dummkopf, du dummer Gecko einfach. Okay. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Dum, 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 dum. Oh Mann, diese vier sind einfach echt... Also das ist das Quingeligste und Nervigste in dieser ganzen Episode.
Aber okay, nun gut. Das ist halt nun mal so. Weil die Viecher einfach nur... Ja, unnötig entwickelt, Ocelot. Einfach nur unnötig. Ja, komm du mir nur hier in die Quere. Ich bratze dich jetzt genauso weg. Ja, danke Otacon, dass du mich so lobst. Aber ich weiß ja, wie das ist, wie das hier abläuft. Einfach ungefähr hier in der Nähe bleiben, damit man alles im Überblick hat. Und halt eben... Ja, na komm... Riden, jetzt mach mal halblang Riden und steh auf, du Pussy. Nur mal so angemerkt, der ist jetzt gerade völlig am Boden zerstört. So, wie dieser Gacko da vorne. So, na los. So, du, dir hat hoffentlich jetzt auch geschmeckt. So. Oh, oh, der blinkt schon böse, der blinkt böse. Wow, das war jetzt echt knapp. Oh, und das Blut spritzt uns erstmal schön ins Gesicht. So. Oh, Ryan hat einen schönen Konter-Move ausgeführt und zeigt ihm jetzt hier, was Sache ist, was Tacheles ist. Ja, wollt ihr euch jetzt abknutschen da rechts oder was ist los? Ah, okay. Ich verstehe. Ich glaube... genau, jetzt mussten wir warten, bis Ryan ihn halt eben tötet. So, ich werde wieder meinen Schnabel halten, die Cutscene geht nämlich weiter. Was never immortal. His natural healing abilities were enhanced by the nanomachines inside his body. But after so many battles, he's finally reached his limit. Doctor, ease my pain. Sonny asked me to tell you something. What is it? I cooked them right. I see. Good for you, Sonny. You finally did it. No, I can't save you. You have to trust me, Dr. Emmett. Give this to him. Not for revenge, but to end his suffering. Why?
erase the past, nor can we forgive it. And so the only thing we can do is end it. Snake. Liquid's down below us. He's stolen the Patriot system, slipped out of their sight, and taken their Ark. Ark? A warship. Unfettered by land, law, country, or network. The only place where they are truly released from the shackles of the Patriots. The place where they can be free. Outer Haven. Outer Haven? Liquid plans to launch the nuke from that ship. Snake. You have been given life so that you may fulfill your purpose. When all of this is over, you'll have no choice but to accept death. We are given life only so that we can atone for our sins. Your life was created for that very purpose. We all must atone for our own sins. We must not pass them on to the next generation. We must not leave them for the future. That is your true fate. One that even you cannot defy. Naomi! What have you done? Vamp and I, we are the same. We're living corpses. Our bodies kept barely alive by nanomachines. Then you... Cancer. I shouldn't even be alive right now. The nanomachines have kept it from progressing, but there's nothing more they can do. With the nanomachines gone, time will unfreeze and begin to flow again. What are you saying? Goodbye. Come on, pull yourself together.
haven't lost everything yet. I've still got a job to do. That's right. We need you. I'm done crying. I don't have any more tears to shed. We have to get out of here. Any ideas? Time's running short, so I'll explain as we go. Pay close attention. I'm listening. So, jetzt kommt echt einer der coolsten Parts. Wir hatten ein sehr dramatisches Ende. Naomi ist dahin gerafft und Vamp ebenso. Und jetzt haben wir endlich die Chance, einen Metal Gear zu steuern. Das erste Mal, glaube ich, in der ganzen Geschichte von Metal Gear. Wir steuern nämlich jetzt den Rex und bratzen hier erstmal alles weg, was uns hier in den Weg kommt. Mit der Gatling Gun. Boots. Oh, so, und Anti-Tank Mantles haben wir auch. Und hier kriegt ihr erstmal hier ein paar Raketen noch in den Arsch geschoben. So. Und den Laser haben wir auch. Aber der ist echt. Ja. Also dauert ziemlich lange. Ich werde jetzt ziemlich oft durchwechseln die Waffen, damit ich nämlich nicht immer alles abkühlen muss. Und muss nämlich versuchen, auch noch in der Zeit hier rauszukommen. Ihr seht, es ist ziemlich knapp gemacht. Also ja. Also man, wenn man schlecht ist, schafft man es trotzdem noch. Also wenn man noch nicht so richtig mit der Steuerung klarkommt. Wenn man gut ist, schafft man das jetzt vielleicht. Ich weiß nicht. In 3 Minuten hat man vielleicht noch eine Minute übrig oder sonst was. Also ich weiß nicht mehr ganz genau. So, auf jeden Fall machen wir erstmal hier weiter und zerstören uns erstmal alles, was hier uns in den Weg kommt. So, jetzt schießen wir einfach mal willkürlich mit rein. Nimm die Anti-Tank-Missiles wieder, weil eben ganz andere Kack wieder aufladen und abkühlen muss. Und so geht es einfach schneller, wenn die eben von Weitem sind. Muss ich nicht immer. Ja. Es kommt. Ja, die Gakkos sind eigentlich im Vergleich zu dem Metal Gear Rex ziemlich klein. Was ich eigentlich komisch finde. Eigentlich waren die ja auch relativ groß. Aber okay. Jeder das seine. Okay, Raiden kümmert sich um unseren ja, wie soll ich sagen, um unsere Fersen, damit wir eben nicht noch von hinten irgendwie angegriffen werden. Also er gibt uns einfach Backup. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, weil wir eigentlich relativ gut geschützt sind und eben hier alles wegbratzen, was uns eigentlich in den Weg kommt. Aber okay, jeder das seine, wenn er Lust und Laune hat, soll er das eben tun. So, und wir zerstören nebenbei noch ein bisschen so den Hangar und den Gang. So, hier nochmal ein bisschen den Laser ausprobieren. Gut, hat gemacht. Und jetzt kommt oben wieder welche, die ich einfach, ja, wie gesagt, die sind einfach zu dumm ab und zu, die Viecher. Das ist echt, ja. So, ich schieße noch ein paar Missiles mit rein. Ja, ich habe alles mit reingeschossen, was ging. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So. So, du bist auch kaputt jetzt. Du auch. Ja, ihr seid eh nicht mehr so viele da oben. Na kommt, macht mir nicht das Leben auch noch zur Hölle. So. Ihr werdet es doch eh nicht überleben. So, jetzt habe ich noch 0% davon. So. Wieder abgekühlt, sehr schön. Die Raketen haben sich auch wieder aufgeladen, so wie das. So wie der Laser. So, ein bisschen schnell changen. So, und kicken können wir auch wie so ein cooler Samurai. Wenn wir sind nämlich schon am Ausgang. Yay! Wie gesagt, wenn man sich halt dumm anstellt, schafft man es irgendwie trotzdem. Also, sie haben einen ordentlich Zeit gelassen, finde ich. Ist eigentlich gut, wenn man halt mit der Steuerung am Anfang noch nicht so klarkommt. So, Ladebalken auch vorbei. Jetzt kommt wieder eine epische Szene und ich bin wieder still.
abducted! Raiden. What's that? We're born, and we're yours in, Snake. So, jetzt geht der epische Fight nämlich weiter. Also das ist eins der coolsten Ideen, muss ich echt Hideo Kojima lassen. Hat er sich echt was Schönes ausgedacht, dass man eben einen schönen Metal Gear Battle hat. Er mit Metal Gear Ray und ich mit dem Rex. Und wir werden ihm natürlich auf die Schnitte geben, wie immer. Denn Liquid wird sich nicht erholen davon, das verspreche ich euch schon mal. So. Ja, na komm. Wollen wir hier Hide and Seek spielen oder was? Ja, ich weiß. Okay, und du kriegst erstmal den Laser ins Gesicht. Na, hallo? Lass mal nicht weg. So. So, die Gatling ausgerüstet. Ja, na komm, du brauchst gar nicht hier so auf dicke Hose machen, denn ich habe die viel dickere. Mit deinem Ray kommst du eh nicht weit. So. Und jetzt alles drauf. Bratzen, was geht. Einmal ausweichen. Und jetzt... Ja, yeah. Oh, gibt er mir im Nahkampf, die Sau. Aber okay, wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. So, schnell den Laser wieder auspacken, denn der ist am effektivsten, finde ich. Hier bei diesem Drecksviech. So, jetzt schnell draufheizen, damit er sich ja nicht erholen kann. Ja, komm nur her. Ich habe keine Angst vor dir. Schnell wieder die Gatling ausgepackt, damit wir ihn einfach unter Druck setzen. So. Ah, fuck. Okay. Er hat sich jetzt... Ja, ja, ich weiß, dass ich warten muss, bis sie sich nachgeladen haben, die Raketen, aber... Was soll ich tun, Otacon? Was soll ich tun? Ich will ihm in den Arsch treten und da ist es mir recht piepegal, ob die Raketen jetzt schon nachgeladen sind oder nicht. So. Auf jeden Fall 10 Stück schon mal wieder im Slot drinne. Jetzt kassiert er erstmal wieder den Laser. Und jetzt die Raketen. Ja, und diesmal entkommst du den Raketen nicht. Und jetzt gibt es wieder die Gatling Gun. So. Na komm. Du kannst ihn nicht verstecken. Ich nehme es mit dir überall auf. Ja, ich weiß. Oh, schnell ausweichen. Wow. Einer hat mich getroffen. Ja, ich hab's ja versucht, Otacon. Wo hast du es doch gesehen? Du hast es doch gesehen. So, jetzt kriegst du auf die Fresse. Klatsch. Ah, der Saftsack hat sich wieder erholt. Eben, also. Ja. Ja, jetzt komm. Ah, dann machen wir halt noch ein bisschen die Umgebung kaputt hier. Wutz. Ja, überhitzt. Also, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen den Laser. Und die Gatling Gun. So, und jetzt müssen wir es cool machen. Jo, so. Close war es nicht. Ja, verdammt, der hat uns gekontert. Also, ich will ein episches Ende machen. Deswegen verzeiht mal, wenn ich jetzt gerade hier ein bisschen mit dem Gegner rumspiele, aber genau das wollte ich euch zeigen. Jetzt beißen wir ihm erstmal den verdammten Scheiß Hals ab. Ja, also beziehungsweise packen ihn halt, er gibt einen Laserburst und down ist er. Na, so geht das, Jungs und Mädels, so geht das. So, und jetzt
Ich sag schon im Vorfeld, es gibt wieder eine weitere Cutscene und ich bin mal wieder still, ne? Again. Sorry, but that won't work this time. Behold. Liquid. Sonny, forgive me.
Jack, do you remember the day we met? Yeah, it was in front of Federal Hall. There were all these tourists around you. They were asking me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. The next thing we knew, the tourists had gone away. And a week later, I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence. That night, we went up to the top of the Empire State Building. It was so beautiful. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. Okay, das war ein echt episches Cutscene-Event hier. Raiden hat halt Pech gehabt, er hat sich geopfert, erst hat er halt, ja, auf die Eier gekriegt, weil er halt sich eben begraben lassen hat. Und, ja, jetzt hat er halt die Arschkarte, weil er eben noch unter Wasser ist, ne? Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Metal Gear Solid 4. Bis dann!